Bible says in Hayom Yoyim, Rabbeis Cheshvin is the Tata of the Fried Rebbe, the Tata of the Zot, which says Shabbos Kodesh Lech Lecha, Shafrei Shmi Nalech. As in the Hayom Yoyim, when you say the other Rebbe's Messias, like the other Rebbe's Zot, the Rebbe, Medarf, Lemon mit der Zeit. Darf Lemon mit der Zeit. Aber nicht gewusst, was meint es darf. Lemon mit der Zeit. Ist der alte Rebbe, ist Bruder, der Maril, hat ausgefunden von See, als der Rebbe meint, am darf Lemon mit dem Parche sa Schwur. Heißt, am darf Lemon mit dem Parche von jeder Woche. Und nicht stammt die ganze Parsha, nur es meint Eichet in der Parshas Hayoim von der Sedra. Also jeden Tag lernt man doch noch eine Parsha, von Sonntag bis Sheni, und so weiter, Montag bis Schlishi, darf man lernen, man darf leben mit dem Parsha von dem Tag. Heißt es nicht nur lernen die Parsha Sashvua jeden Tag, nur leben mit ihr, darf leben mit ihr. Es ist, als man darf das nehmen zum Herz und das darf sein der Chaius von der Odom. Sie wird der Ebsche verschaffen die Welt, wer Eiche ist, beschwill der Teil, beschwill die Israel, was lernen und sein mit keinem Teil und mit sich. Is darf jeder das nehmen, dieser Schwert, sein Leben, sein Icke Chais. Wie es ein Wert ist, und man lernt die Töne jeden Tag, und man lernt die Parsha, was letzte wegen dem Tag, und man nimmt es, lieber die Nafshe, man nimmt es zu sich, man verdweckelt sich in dem Parsha, und was der Ebersche will uns sagen in der Parsha, is thus haste to let me detain.